Hallo, willkommen zu Türchen 5. Heute, wie gesagt, ein bisschen über den Brauch zum Nikolausstiefel, woher dieser Brauch kommt. Es sind alles nur Vermutungen, aber ich will es euch trotzdem erzählen. Und zwar war der heilige Nikolaus ja ein Bischof im 4. Jahrhundert und er hatte damals sehr viel Geld geerbt. Und hatte dann von dem Elend eines Mannes gehört, der seine Töchter zu einer unwürdigen Arbeit zwingen musste, mehr oder weniger, weil er sich die Mitgift von den dreien oder für die drei nicht leisten konnten. Und der heilige Nikolaus hat, wie gesagt, von diesem Unglück gehört und hat dann ist an drei aufeinanderfolgenden Abenden zu dem Haus gegangen und hat ihn jeden Abend einen Goldklumpen durchs Fenster geworfen. Und eine andere Version dieser Legende ist eben, dass der Nikolaus die Goldklumpen nicht durchs Fenster geworfen hat, sondern durch den Kamin. Und die Töchter hatten ihre Socken halt an dem Kamin zum Trocknen aufgehängt und die Goldklumpen sind dann irgendwie in den Socken gelandet, wie auch immer. Jedenfalls ist diese Version der Legende eben der Ursprung der, ja, dass man eben die Socken am Kamin aufhängt oder dass zum Beispiel auch der Nikolaus durch den Kamin kommt. Das ist ja auch so eine Legende, ja. Und anstatt der Socken, die man aufhängt, und um es dem Nikolaus leichter zu machen, damit er nicht aufs Dach rauf muss, hat man eben angefangen, die ja, Stiefel schön zu putzen oder Schuhe schön blank zu putzen und vor die Tür zu stellen. Ja, das war's schon. Ganz kurz.